Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst möchte ich zu den lustigen drei von der Ampel hier feststellen, dass also in diesen 85 Tagen Sie vor allem intern gestritten haben. Das ist ein Unterschied zu seriöser Beratung im Parlament. Das möchte ich zunächst mal feststellen. Und was Streiten angeht, kenne ich mich sehr gut aus. Also das will ich Ihnen zunächst einmal hier sagen. Dann will ich hier feststellen, dass es guter Brauch ist, in Haushaltswochen hier keine Anträge und Gesetzentwürfe zu machen, sondern über den Haushalt zu diskutieren. Das ist guter Brauch hier. Und man kann über die letzte Koalition, die sogenannte GroKo, kann man ja wenig Gutes sagen. Aber eines will ich dann doch sagen. Trotz Corona hat es die damalige Koalition hinbekommen, von 2018 bis 2021 in Haushaltswochen hier keine Anträge sachfremder Art vorzulegen. Das muss man hier mal feststellen. Und jetzt sind Sie hier im Amt und ich möchte es hier mal vortragen. Also unsere sehr gute Mitarbeiter haben mir das hier einmal rausgesucht. Seitdem Sie an der Regierung sind, 24.11.22 Energiesicherungsgesetz, 9.9.22 Covid-Schutzgesetz, 3.6.22 Gesetzentwurf Mindestlohn, 3.6.22 Gesetzentwurf Schuldenbremse, 3.6.22 Sondervermögen Bundeswehr. Das ist mal die Sachlage. In jeder Haushaltswoche ballern Sie hier Ihre Sachen rein, weil Sie sich vorher intern nicht zeitig einigen könnten. Und jetzt möchte ich dazu, den geschätzten Bundesjustizminister, mein Freund Marco Buschmann, zitieren, als Sie noch parlamentarischer Geschäftsführer waren, also als Sie noch ein seriöser Politiker waren, wenn ich das so sagen darf. Ich möchte das hier einmal vortragen, was Sie gesagt haben zu diesem Verfahren. Ich zitiere: Meine Damen und Herren, das Parlament ist die Herzkammer unserer Demokratie. Behandelt wurde es in den letzten Wochen aber wie ein Wurmfortsatz. Bei der Stellung des Parlaments geht es nicht nur um demokratische Legitimation und um Gewaltenteilung. Es geht auch um die Qualität der Beschlüsse, die am Ende dabei rauskommen. Wie wahr, und davon ist nichts übrig geblieben. Das ist wirklich bemerkenswert traurig. Sie bringen dieses Gesetz genauso ein, wie als Sie die Klatsche vor der Sommerpause bekommen haben. Das ist eine Art von Arroganz, wie man auch mit den Sorgen vor allem von Mieterinnen und Mietern umgeht. Das ist wirklich katastrophal. Und dem so notwendigen Klimaschutz erweisen Sie einen dermaßen großen Bärendienst, indem Sie nämlich letztendlich diese Problematik auf die kleinen Leute umlegen und sich an den Reichen, die die meisten CO2 rausballern, nicht herantrauen. Weil Sie offensichtlich meinen durch und durch einleuchtenden Argumenten, wie ich finde, leider nicht folgen werden. Zum krönenden Abschluss ein Zitat von Britta Hasselmann, meiner geschätzten Kollegin als parlamentarische Geschäftsführerin. Ich zitiere: Sie können nicht darlegen, warum Sie dieses Verfahren hier so schnell durchziehen, warum Sie keine Gespräche zwischen den Fraktionen sowie Erörterungen über weitere notwendige parlamentarische Änderungen zulassen. Deshalb sind Sie hier in der Defensive, und deshalb wäre eine Aufsetzung heute falsch. Deshalb beantragen wir, die Aufsetzung nicht vorzunehmen. Vielen Dank, Britta Hasselmann.